Das technische Hilfswerk rückt an. Die Mondke-Sporthalle soll leergeräumt werden, damit sie wieder für den Schul- und Vereinssport hergerichtet werden kann. 150 Spinde, 130 Betten, Kühlschränke und Öfen werden nach Garbeck transportiert. Auch im Campus wird die Bettenlagerstelle leergeräumt. Alles kommt in den Keller des F3, die ehemalige Diskothek im Kirchfeld in Garbeck. Eine Etage höher sollen in den kommenden Wochen die Räumlichkeiten umgebaut werden, damit hier Flüchtlinge untergebracht werden können. Derzeit finden alle Asylbewerber anderweitig Platz. Die Murmke-Sporthalle ist als Unterkunft nicht mehr erforderlich. In der kommenden Woche soll damit begonnen werden, die Zwischenwände und Fußboden herauszunehmen. Bis dahin müssen die THW-Helfer die Halle leergeräumt haben. Doch ohne Mampf kein Kampf, lassen es sich die freiwilligen Helfer schmecken.